Früher Termin in München, 8 Uhr. Die Presse starrt müde, aber gebannt auf einen Fernseher. Zusammenfassung der E3 aus Sicht von Sony. Neue Spiele, neue Technologie, neue Strategie. Ulrich Barbian, Marketing Director Sony Computer Entertainment Deutschland, über den Spagat zwischen Hardcore-Gamern und Family Entertainment. Also es geht darum, eine Balance herzustellen, weil natürlich wollen wir großartige Themen für Anführungszeichen die Gamer anbieten, was aber auch der Fall ist. Also ist Beyond vorgestellt worden oder God of War. Neben dem Konsolenschnetzeln für Profis sollen auch Hobbyspieler und Kinder ihren Spaß haben. Zum Beispiel mit Wonderbook, PlayStation Move und Augmented Reality lassen Geschichten zu dreidimensionalem Leben erwachen. Und gerade mit der neuen Technologie Wonderbook, die auf der E3 erstmalig vorgestellt wurde, haben wir sehr, sehr gute Chancen und da werden wir auch Familien erreichen und wirklich die PlayStation 3-Konsole auch für Familien sehr, sehr attraktiver noch gestalten. Featuring exclusive new and original writing from J.K. Rowling herself. Man darf gespannt sein, ob sich wirklich sinnvolle Neuerungen ausmachen lassen oder ob alles beim Alten bleibt.